Der FC Bayern hat nach der Winterpause immer noch Personalprobleme. Auch deshalb hat der Trainer Hansi Flick im Trainingslager von Doha öffentlich Verstärkungen gefordert. Jetzt meldet die Sportbild, dass der Bayern-Coach auch bei den eigenen Spielern Meinungen zu potenziellen Transfers eingeholt haben soll. Das erstaunliche Ergebnis der Umfrage? Die Bayern-Profis wünschen sich angeblich Douglas Costa zurück. Dieser war im Sommer 2017 für 46 Millionen Euro zu Juventus Turin gewechselt. Bei der alten Dame gehört der Brasilianer nicht zu den Stammspielern. Ein Abschied steht im Raum. Und bei den Bayern wird ein Backup für die verletzungsanfälligen Flügelspieler Serge Gnabry und Kingsley Coman gesucht. Costas Vertrag bei Juve läuft noch bis 2022. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist Borussia Dortmund an Eduardo Camavinga von Stade Rennes interessiert. Bis zu 50 Millionen Euro müsste man für den 17-jährigen Franzosen wohl hinlegen. Dadurch könnte er zum Königstransfer für den BVB werden. Mit Aussicht auf reichlich Einsatzzeit und besten Möglichkeiten zur Entwicklung soll der defensive Mittelfeldspieler wie einst Jadon Sancho, Erling Haaland und Ousmane Dembélé zu einem Wechsel nach Dortmund bewegt werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll RB Leipzig Favorit auf eine Verpflichtung von Dani Olmo von Dynamo Zagreb sein und bereits sein erstes Angebot abgegeben haben. Dieses soll bei 16 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen. Die Sachsen müssten dem Bericht zufolge für jede mit Olmo erreichte Champions League Gruppenphase weitere 2 Millionen Euro nach Zagreb überweisen, für jeden 15. Pflichtspieleinsatz des Spaniers eine weitere Million. Außerdem soll Zagreb 10% eines Weiterverkaufs zugesichert werden.